So, Männer, ich hoffe, ihr habt alle gut genächtigt. Ja? Jetzt geht's los. Wir haben schon einen Spaziergang rumgemacht, wir haben nur durch so ein Tor von außen reingeschaut. Macht euch auf was gefasst. Und ich bitte euch eins, Männer, genießt es einfach. So eine Aktion werdet ihr wahrscheinlich nie wieder haben. Und ich wünsche uns allen einen verdammt geilen Tag. Ja, das ist krass, ey. Ich kann auch. Mit Name gibt's da. Wo bin ich? Oh! Guck dir doch mal das an, ey. Das war so ein bisschen, also wir haben uns gefühlt wie Profis, wirklich. Man macht das Frühstück, macht einen kleinen Spaziergang, dann kommt halt der Mannschaftsbus vors Hotel und transferiert einen ins Stadion. Wir spielen sonst auf einem Platz, da ist ringsherum nichts, vor 50 Leuten. Ich habe nicht gedacht, dass ich überhaupt spielen kann. Ich hatte den ganzen Tag richtig zittrige Beine, so ein Kribbeln in den Waden, Ganzkörper, Gänsehaut. Ja, man hat so ein Erlebnis ja nicht alle Tage, ja, wahrscheinlich nur einmal im Leben. Ich würde sagen, Fußball bedeutet ihm alles. Sein ganzes Leben hat er schon immer Fußball gespielt. Fußball trainiert, sich um den Platz gekümmert und dass er das Spiel jetzt gewonnen hat, ist für ihn ein unvorstellbarer Traum, der in Erfüllung geht und er freut sich wahnsinnig darüber. Seid nicht böse heute, was wir spielen. Nein. Okay, ich glaube, wir sind in die Kabine reingekommen. Ich könnt ihr euch nicht vorstellen. Wie ist es so in einem Fußballstadion? David ist immer am glücklichsten, wenn alle dabei sind und alle glücklich und zufrieden sind. Und ein sportliches Ziel hat er sich für heute nicht gesetzt. Nee, also so nicht. Natürlich, also man guckt. Also die aufregendsten Phasen waren, wir kommen raus, haben uns das erste Mal die Sachen angezogen und gehen zum Erwärmen raus. Und dann guckt man so, boah, Wahnsinn. Ich glaube, er hat in den letzten Wochen über nichts anderes gedacht, Tag und Nacht. Und alle Leute wissen Bescheid, kriegt ständig Nachrichten, wie es ist und wer mitkommen kann. Das ist eine große Sache. Sonntags nachts war dann die 23:59 die Abstimmung zu Ende. Und wir haben vorher eine E-Mail bekommen und da hieß es, sie werden dann am Montag, ich glaube vormittags stand drin, benachrichtigt persönlich. Und ich hatte ganz normal Dienst auf Arbeit. Dann war ich halt an meinem Arbeitsplatz und ging alles. Und so gegen 9:30 war ich dann eigentlich schon nicht mehr arbeitsfähig. Ja, total angespannt. 1000 Nachrichten bekommen und wer hat gewonnen? Wissen wir schon was? Wissen wir irgendwas? Die Arbeitskollegen schon alle an meinem Arbeitsplatz gestanden und gewartet, dass jemand anruft. Aber passierte nichts. Das war nicht zu vermeiden, weil wir haben ja schon vorher alle für ihn auch gestimmt. Also seit Wochen, eigentlich seit Monaten, ist eine Aufregung in unserer Abteilung. Deswegen. Und ich bin um 16 Uhr von der Arbeit gegangen und wir hatten noch kein Ergebnis. Und dann war ich schon nicht mehr angespannt, weil für mich eigentlich schon feststand, dass ich nicht gewonnen habe. Und nach 18 Uhr war ich zu Hause, wir haben zu Abend gegessen mit den Kindern der Familie, die waren in der Badewanne. Und auf einmal hat Handy gepiept und gab es eine E-Mail. Und dann herzlichen Glückwunsch, sie haben gewonnen. Und dann habe ich vor Freude einmal durchs Haus gerufen. Also als David erfahren hat, dass er das Spiel gewonnen hat, hat er so laut geschrien, dass wir schon gedacht haben, es wäre was Schlimmes passiert. Und da habe ich dann erfahren, dass wir gewonnen haben. Ja, wahrscheinlich ist es für euch alle das größte Spiel, das ihr haben werdet. Wir spielen hier gegen eine Mannschaft, die haben wahrscheinlich zusammen 3000 Bundesligaspiele. Wenn man so eine Aktion beginnt, träumt man natürlich davon, das zu gewinnen und hat so ein paar Vorstellungen.
Aber dran geglaubt hat man natürlich eigentlich nicht. Ja, das halbe Dorf ist da. Ja, die sind nur hier wegen euch. Und ich denke, denen zeigen wir heute was. Das ist für ihn halt so ein Abschluss seiner eigenen Fußballkarriere. Also war immer Führungsspieler, immer Vorbild für die anderen auch. Aber insgesamt ist es natürlich eine große Sache. Ich glaube, es sind relativ wenig Leute zu Hause geblieben. Also normalerweise sollten, so wie ich gehört habe, 150 Schladacher kommen. Dann kriegt man so eine Aktion nochmal, ne? Dann Schladach hat sich gefreut darüber. Das ist das Größte für einen Amateurfußballer, was man eigentlich erreichen kann. Das ganze Dorf ist hier. Ich habe mich nur vornherein schon bedankt, dass die bei sowas mitspielen. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass die sich, sag mal hier, von der 11. Liga-Mannschaft auf die Füße treten lassen. Ja, hat Spaß gemacht. Wir sind ein bisschen schwer reingekommen. Ja, natürlich. Ich denke, es waren teilweise 3, 4, 25-jährige Jungs und die sind natürlich noch richtig gut im Saft. Und da haben wir uns am Anfang schon schwer getan. Wir haben es ja auch, also in dem Spiel, man will sich nicht, also das wird ins Internet live übertragen. Das ist für uns auch nicht alltäglich. Der Gegner hat es uns auch nicht einfach gemacht. Wir haben gut verteidigt. Aber so mit dem ersten Tor kam so ein bisschen der Brustlöser und dann wird es ein bisschen leichter. Aber die haben sich alle, also die haben Glückwünsche ausgesprochen, die waren alle super nett. Für uns alle war es irgendwo besonders. Natürlich für denjenigen, der das gewonnen hat, für die Jungs, dass sie hier im Max-Morlock-Stadion spielen durften. Die haben wirklich uns nichts geschenkt, wollten uns nicht mal das Tor schenken. Die hätten uns ruhig eins geben können. Schenken braucht man nicht, wir hatten genug Chancen. Ja, einen hätten wir irgendwie über die Linie murmeln können. Ja, egal. Wir wollten ihn ja in den 80. Minuten auswechseln, hat sich ja nicht ergeben. Und am Ende hat er schon gesagt, er ist platt, er muss runter, er ist wirklich durch. Hier, Richter, wechseln. Bitte, komm! Da kriegt man schon Gänsehaut. Totale Emotion. Die sind aufgestanden, haben geklatscht. Ich denke, da wird jetzt eine riesen Last, oder das ist nicht Last, sondern eine positive Last von ihm abfallen. Und dann wird er erstmal realisieren, was wir hier alle zusammen erleben durften. Aber ich denke natürlich, in der Nachbetrachtung, in der Nachreflexion kommt sie dann erst richtig rüber. Ja, jetzt ist man so von den Einflüssen überwältigt, man weiß ja gar nicht, wohin dann. Was er sich auch gewünscht hat, er wollte nie alleine im Mittelpunkt stehen. Er fand es toll, dass die ganze Mannschaft dabei ist. Und das ehrt ihn natürlich als Sportsmann. Ich weiß ja selber, wie schön es ist, wenn du so ein paar aus deiner aktiven Karriere ein paar Emotionen oder ein paar Ereignisse mitnimmst, ja, so Erinnerungen mitnimmst. Und ich glaube, alle, die heute dabei sind und speziell der Kollege, der es gewonnen hat, der wird den Tag nie vergessen. Und von daher finde ich es eine super coole, spannende Aktion. Ausrufezeichen! Wir singen! Unter, 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 Täter!